Das europäische Mittelalter war ziemlich hart und dies galt nicht nur für Menschen. Auch Tiere aller Art hatten es schwer. Das klingt jetzt ziemlich verrückt, aber wenn ein Tier gegen ein Gesetz verstoßen hat, konnte es vor Gericht gestellt werden. Und dies passierte öfter als ihr denkt. Die mit Abstand schlimmsten Gesetzesbrecher waren Schweine. Diese wurden meist beschuldigt, Körperteile von Menschen abgekaut oder sogar Kinder gegessen zu haben. Die meisten wurden für schuldig befunden und durch Erhängen oder Verbrennen auf dem Scheiterhaufen zu Tode verurteilt. Im Jahre 1386 wurde ein verurteiltes Schwein für seine Hinrichtung sogar mit einer Weste, Handschuhen, Unterhosen und einer menschlichen Maske bekleidet. Im Jahre 1474 befand ein Gericht einen Hahn des unnatürlichen Verbrechens, ein Ei gelegt zu haben, für schuldig. Unerwünschte Ratten fanden sich oft vor einem langen Brief wieder, in dem sie aufgefordert wurden, das Gelände des Klägers zu verlassen. Allerdings endeten nicht alle Prozesse mit dem Tod des Tieres. Bei einem Fall war ein weiblicher Esel Opfer unerwünschter sexueller Annäherungsversuche geworden. Man erklärte sie für unschuldig, denn der Richter hielt sie für tugendhaft und gut erzogen.